wie ein Tier in 3 Revolutionen die Welt erobert. Ja, die Rede ist vom Menschen. Er betrat vor ungefähr 2,5 Millionen Jahren die Bühne, damals bloß ein unbedeutendes Tier von vielen. Lange Zeit war er als Jäger und Sammler unterwegs, bis er lernte, sich Pflanzen und Tiere zu Nutzen zu machen und sesshaft wurde. Danach geschah lange Zeit nichts, bis der Homo sapiens 1700 nach Christus seine erste Maschine erfand, die Dampfmaschine. Mit ihr bricht die industrielle Revolution an. Der Homo sapiens vermehrt sich plötzlich unglaublich schnell. Heute befindet er sich bereits inmitten der nächsten Umbruchszeit, der digitalen Revolution. Er rennt dem Wohlstand hinterher und schert sich nicht darum, dass andere Tiere weichen müssen. Wie soll das weitergehen? Und die wichtigste Frage, was will der Mensch eigentlich erreichen? Im Rahmen dieser Bachelor-Thesis wurden Rezeptionsunterschiede von Text- und Informationsgrafiken im Datenjournalismus untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, dass Informationsgrafiken für den Rezipienten motivierender, verständlicher und einprägsamer als das reine Textformat sind.